Jo. Wir sind immer noch in Opu. Ja. Ich wollte letztes Mal Dinge tun. Das ist schon wieder viel zu lange her. Weil meine ganzen Streams immer ausfallen. Wo kommt das denn her? Wer lässt denn Streams ausfallen? Nee. Stimmt, du hast mich sonst immer angebrüllt, ne? Da war doch was. Donnerblume. Donnerblume, lass mich jetzt mal durch. Wir haben Einladungen. Versprichst du, dass du nicht schreist? Probiert es aus. Ich probiere es aus. Dave streamt später auch, oder? Dave streamt gar nicht erstmal. Daves Rechner ist putt. Mysterium. Ja, ist nichts viel mit Streamen. Und hallo, Hamori. Hallo. Er muss erstmal zusehen, dass er seinen Rechner wieder hinbekommt. Wahrscheinlich Mainboard hinüber oder irgendwie so. Wie PC kaputt. PC kaputt. PC putt. Was? Hört nicht auf Ellies falsch aus. Was soll denn das jetzt? Doch nicht PC kaputt? Was hast du in den 2 Stunden, in denen ich geschlafen habe, gemacht, dass es wieder geht? Jetzt bin ich gespannt. Also er kann Konsolenspiele spielen. Das weiß ich. Aber sonst. Was hast du gemacht? Hallo Rita! Hallo. Bitte schrei nicht. Okay, du hast nicht geschrien. Ich warte meine Daily Dose of Song Requests. Oh. Also, PC-Put ja, aber Streamrecher geht ja noch. Ja, aber du hast vorhin gesagt gehabt, nee, aber Konsolenspiele sind so, wie wir keine Konsolenspiele spielen. Nee. Das war ungefähr genauso. Ich schwöre. Da 1 zu 1 abgespielt gerade. Hab's aufgenommen. Ja, aber das DS-Spiel, das ich da hab. Also gibt's heute doch einen Stream? Dave? Hast du mir gerade Hoffnung gemacht, dass es einen Dave-Stream gibt? Ist die große Nachricht fertig? Ja, später. Ich spiele mal weiter. Du machst das auch nie, ne? Heute nicht, aber ich plane schon einen neuen Stream. Aha. Warte nicht mehr, weil ich zu kaputt bin, weil ich zu lange Troubleshoot gemacht habe. Ja, okay. Fertig lesen. Ja, eben. Wer liest dann solche großen Nachrichten? Das macht er selber nicht. Ja, gut. Denn morgen. Neuer Streamplan. Oh, ich weiß sogar, was es denn gibt. So, wir sind hier in der Bar. Ne, warum ist hier ein Kind in der Bar? Du bist nur klein gewachsen. Ja, ich weiß. Okay, gut. Ich wollte gerade sagen, ich komme hier nicht durch, aber doch. Flüssige Kristalle. Möchtet ihr mein Lieblingsrezept wissen? Danke, voll kristallin. Es ist tatsächlich voll mit Kristallen, aber auch ein Hauch Coolness. Kristalle mit Coolness. Lecker. Kristall-Cola-Cool-Lada. Das Spiel tut sein eigenes, ne? Also anonym ist ja nicht da, aber das Spiel tut einfach das Übrige. Das, ich irgendwie so. Oh, da ist Nina. Warte, Alto? Alto war der da. Alto! Hallo, ich bin Alto. Und Dave, viel Spaß im Lurk. Morgens Start um 0:01 Uhr. Ja. Fast.
Das Spiel hat von Anonym gelernt, ja, definitiv. Ja, wir haben vielleicht erstmal Ruhe vor Anonym, ich weiß es nicht. Bin mir nicht sicher. Vielleicht guckt er auch am Handy mit. Müsst ihr aufpassen, Leute. So. Aldo! Mina! Es ist so schön, dich zu sehen. Die letzten drei Folivoras in derselben Stadt. Das könnte das letzte Mal sein. Bleib doch ein wenig hier. Lass uns plaudern. Was gibt's Neues bei dir? Ich weiß, dass du gerne verschwindest, wenn du etwas Großes vorhast. Ich arbeite an einem neuen Album. Es geht um Kristalle, Magie, Konstanz und Freundschaft. Natürlich. Aber das Beste dabei, ich habe ein paar neue uralte Töne eingebaut, die die Welt verändern werden. Oh, stimmt, das war ja auch noch. Total, alles wieder vergessen. Mit Musik die Welt verändern, das schafft nur Alto. Schön, dass es dir gut geht. Klar, man muss jeden Augenblick genießen, den man auf dieser Welt hat. Und du? Was machst du hier? Naja, das Übliche eben. Ich versuche Norbert zur Vernunft zu bringen. Sieh's ein, Mina. Dein Bruder wird sich nie ändern. Warum verschwendest du deine Zeit mit ihm? Das hält mich beschäftigt. Nicht, dass es ihn kümmert. Er hat von irgendwo eine riesige Menge an Kristallen her. Er spielt den großen Mann und verteilt sie unter den Leuten. Alle lieben ihn dafür. Ich versuche, ihn ein wenig zu bremsen. Aber er hat nichts im Kopf als Partys. Yay, Party! Uts, uts, uts. Er sagt, wenn unsere Spezies keine Zukunft hat, will er es wenigstens zum Schluss noch einmal richtig krachen lassen. Das überrascht mich nicht. Er hat immer gesagt, Partys seien die letzte Konstanz in einer Welt voller Ungewissenheit. Du merkst es also auch, die Zeiten ändern sich. Es ist unausweichlich. Wir Folivoras wissen am besten, dass es auf Terra keine Konstanz gibt. Als es nur um uns ging, war es tröstlich, dass sich die Welt auch ohne uns weiterdrehen würde. Aber jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher. Mina. Das Leben ist wie Musik. Selbst wenn sich die Melodie ändert, besteht die Konstanz weiter. Solange wir leben, singen wir mit. Vielleicht ist es für uns noch nicht zu spät. Oh, Alto, die Zeit hat mich eingeholt, so wie sie die ganze Welt einholt. Aber ich freue mich für dich. Du machst Musik, du komponierst. Du hast neue Gefährten. Hallo, ich bin auch dabei. Du sorgst dafür, dass unser Lied nicht verstummt, Alto. Du stimmst die Welt auf ein neues Zeitalter ein. Unsere Melodie wird weiter klingen, auch wenn wir selbst in Vergessenheit geraten. Ich bin der Marc und ich bin auch dabei. Ja, wir sind alle dabei irgendwie. Das sieht aus wie eine Minute Spielzeit. Nee, wir haben schon ein bisschen länger gespielt. Ich glaube, wir sind kurz vorm Ende sogar. Ich weiß auch nicht, wie lange es heute geht überhaupt. Vielleicht spielen wir nachher auch noch ein anderes Spiel. I don't know. Ich liebe dich, Mina. Vielleicht nicht für immer, aber mit Konstanz. Gestern, heute und morgen. Ich liebe dich auch, Alto. Und ich werde dich weiter lieben, solange ich kann. Direkt mal auf einen anderen Charakter wechseln. Hier wird nicht geliebt. Ekelhaft. Oh, kloppen! Höchstens bis 19 Uhr, bitte. Ja, wenn, dann müssen wir noch ein anderes Spiel anfangen. Mal gucken. Oh, der Vogel hat eine Brille auf jetzt. Oh mein Gott, das ist ein Party-Blubberkäfer und ein Party-Großschnabel. Geil. Oh, warte, das ist nur eins, ne? Ja, jetzt denn vielleicht Benjamin?
Benjamin macht aber zu weit nach hinten. Nee. Komm mal so. Meno! Du um diese Uhrzeit! Trinken, strecken! Ich bin doch gerade erst im Kampf angekommen. Was soll denn das schon wieder? Schämst du dich nicht? Meno, wie geht's dir? Erstmal strecken. Ich bin nebenbei South Park. Direktakuläre Zerreißprobe. Oh Gott, die Spiele waren großartig. War auch merkwürdig, aber die waren gut. Ich bin pleite und du so? Ja, auch. Auch. Das Ding ist halt immer erstmal mit dem Stream anfangen. Dieses Ich gehe live Ding ist aktuell so schwer und bäh. Wenn ich jetzt den Stream anhabe, ist es cool. Das macht Spaß. Aber dieses erstmal, ich will jetzt mal den Stream anmachen. Und alles bis dahin ist schwer und doof. Ich weiß nicht mal, wann ich zuletzt on war. Boah, das ist bestimmt schon eine Weile her. Ja? Anderthalb, zwei? Ich habe kein Zeitgefühl, keine Ahnung, frag mich nicht. Ich war gerade LKW in ETS 2, weil ich auf Diablo Season Start war. Oh. Und der ist um 19 Uhr und deswegen wolltest du, dass ich bis 19 Uhr online bin, mindestens Lifu, oder? Ich hätte jetzt spontan auch zwei gesagt, ja, irgendwie sowas, oder? Es ist schon eine Weile her. Das war noch mit dem. Da habe ich den Avatar gehabt, da hast du dir dann auch den Avatar geholt und das, da habe ich ja noch dauerhaft mit Avatar gestreamt. Das ist bestimmt schon 2 Jahre, ey. Anderthalb, 2 Jahre, irgendwie sowas. Nee, den hatte ich so, ja. War mal halblang hier, ja, Meno? Ich habe dir den noch empfohlen. War das nicht eher andersrum? Genau, ja, Psi. Siehst du, dachte ich mir schon. Dachte ich mir schon, Livo. So, wir boxen hier uns mal weiter durch. Blubberkäfer. Wir haben noch einen Blubberkäfer vor uns. Wisst ihr, ich denke immer so, boah, ich habe ja richtig krass gelevelt und so, aber dann gehe ich ins nächste Gebiet und dann ist so 58, 57 und ich bin gerade mal 60. Das ist halt auch immer so. Ja, ne? Oh, der reicht nicht. Oh. Warte. Da bin ich eigentlich ganz froh, dass ich mich bisher nicht überlevelt habe. Bam! Und dank Game Pass muss ich nicht mal mehr meine Disc einlegen, weil es einfach starten kann. Ja, nice. Sehr schön. Hühnchen! Darf ich da ran? Nein, darf ich nicht. Oh, schade. Ich dachte immer, Kristalle wären die Quelle unserer Konstanz. Aber jetzt, wo ich hier bin, von Kristallen umgeben, das mag verrückt klingen, aber allmählich glaube ich, dass wir Konstanz in unseren Taten, unseren Worten und unseren Freunden finden. Ja, warum ist hier schon wieder ein Kind? Die Hühner hinterfrage ich schon gar nicht mehr. Oh Gott, nein. Das Schlawafel auch, ne? Oh Gott. Diese Brille. Wie, gratuliert mir jetzt? Das war letzten Freitag, das stimmt. Trotzdem alles Gute nachträglich.
So. Den. Ja, der Birthday-Bot, der funktioniert halt leider nicht mehr, weil ich ja den Bot gewechselt habe und der kann keine Geburtstage, glaube ich, eintragen. Ich habe mich darüber noch nicht informiert. Ich habe es aber auch einfach vergessen gehabt, dass da ja auch die Geburtstage mit drin hingen. Das war doof. Aber, naja. Wir müssen mal gucken, ob wir den vielleicht neuen einrichten oder... Ja. Ich weiß nicht. Aber dann müsste jeder wieder seinen Geburtstag eintragen, ne? Das ist auch doof. Hier ist ja nur mein Geburtstag. Ja, ich habe auch gelesen gehabt, der war gar nicht mal so dolle, ne? Irgendwie. Ach, Mann. Nee, leider nicht. Ja, ich hab so ein bisschen gelesen gehabt. Ach, Mann. Lass dich nie von doofen Leuten ärgern. Und das ist ein Grund, warum ich Geburtstagsfeiern hasse. Ja. So. Ich habe in 3 Monaten auch Geburtstag. Ich will nicht. Warum willst du nicht, Lifu? Die Schuldigen einfach nicht einladen. Ja, es ist halt, glaube ich, blöd, wenn es Familie ist, ne? Ey, zum Glück haben wir Benjamin wieder reingeholt. So. Genau, leider kann man sich Familien nicht aussuchen, ne? Genau das. Dann würde ich halt Familie nicht einhören, sondern nur Freunde. Wäre auch eine Idee. Einfach mit den Leuten feiern, die man lieb hat. Das hat gut Schaden gemacht. Nein, das hat überlebt, das eine. Oh. Jetzt nicht mehr. Dude. Dann haben wir in Real Life keine Freunde mehr. Hm, fühl dich. Mach dir da nicht so viel draus, Tala. Grenzen setzen, übertreibt viele, ja. Hm. Ach, Mann. So. Hier noch auf Eis. Da hinten. Aber ich mag viele, die ich über Streams kennengelernt habe. Unter anderem Ellie. Ja. Stimmt, Hala, wo haben wir uns kennengelernt? Bei Nami, oder? Ist auch schon ewig her, glaube ich. Richtig, über Nami, ja. Gerade überlegt gehabt, so über Nami müsste das gewesen sein. 2 Jahre, bin ich sogar schon länger.
gib mal Ausrufezeichen Zins ein. Also so. Ja, ja, bei mir funktioniert das nicht. Fast, Dala, fast. So, jetzt sind 910 Tage in Jahre ausrechnen. 3 Jahre, irgendwie so, fast. Keine Ahnung, 2,5 oder so. Eine Weile. Mehr als 2 auf jeden Fall. Oh nein, muss ich gegen den kämpfen? Das sieht schon ein bisschen danach aus, ne? Die Musik hört auch auf. Ja, 2,5 Jahre, irgendwie so, ja. Warum hört die Musik hier so random auf? Ich hab ein bisschen Angst. Norbert. Hallo, Norbert. Oh, Alto. Hallo. Hast du im Kristall-Lotto gewonnen? Toll, oder? Ich habe alles, was ich schon immer wollte und die Leute verehren mich. Ich feiere den ganzen Tag und die ganze Nacht durch. Und wenn ich müde werde, macht mein toller Mecha-Körper einfach weiter. Hey, Alto, du musst einfach hier spielen. Eine bessere Bühne gibt es auf ganz Terra nicht. Du könntest hier die größte Show aller Zeiten liefern. Norbert, ich habe gesagt, dass unsere Tage gezählt sind und dass wir das Leben genießen sollten, solange wir können. Aber so habe ich das nicht gemeint. Wo ist das Problem? Ich gebe den Leuten, was sie wollen. Kristalle. Und jetzt kennen mich alle als Norbert, den großen Wohltäter. Möchtest du die Welt nicht ein wenig verbessern? Die Welt ist fertig mit uns. Mit dir und mit mir. Mit unserer ganzen Spezies. Warum sollten wir uns um eine Welt kümmern, die sich nicht um uns kümmert? Wenn wir schon keine Zukunft haben, sollten wir unsere letzten Tage ordentlich feiern und uns mit den Leuten vergnügen. Voll kristallin! Es ist falsch, einigen zu helfen, wenn du damit anderen schadest, Norbert. Was? Ich schade doch niemanden. Alle lieben mich. Das heißt also, dieser Typ hier verheizt Tag und Nacht kistenweise Kristalle, um diese verrückte Maschine anzutreiben. Ich muss allerdings sagen, dass diese Maschine echt der Hammer ist. Natürlich sagst du das, Edson. Natürlich. Das ist eine wahnsinnige Verschwendung von Kristallen. Für nichts und wieder nichts. Während der Rest von Terra unter der Knappheit leidet. Keine Ahnung, wovon ihr redet. Aber es klingt total abtörnend. Voll ungeil. Wo kommen die ganzen Kristalle her, Norbert? Naja. Ich stell sie her in meiner super tollen Vollkristallinfabrik. Tust du das? Oder hast du sie gestohlen von Schalko und allen Bewohnern von Terra? Hey, ich habe überhaupt nichts gestohlen. Lügner, jedes Kind weiß, dass Kristalle wachsen. Du stellst überhaupt nichts her. Immer mit der Ruhe. Norbert, könntest du uns vielleicht deine Vollkristallinfabrik zeigen? Nein, und jetzt Schluss mit der Fragerei. Ihr seid im Tohuwabu nicht mehr willkommen. Runter von meiner Tanzfläche. Und wir müssen kämpfen. Ich hab's doch gesagt. Fuck. Hallo, eins Elli, Hallöchen, Robi. Ich war mal hier, als du Uncharted 1 gespielt hast. Und dann hattest du dich umbenannt und ich wusste nicht mehr, wer das ist, bis ich bei Dave und Chat gecheckt habe. Oh, echt? Ey, Uncharted 1 habe ich ja auch schon vor einer ganzen Weile gespielt. Ich habe ja alle Uncharted-Teile durchgespielt, an einem Stück quasi. Ich war mit dem ersten durch, habe den zweiten gemacht, war mit dem zweiten durch, habe den dritten gemacht, habe den vierten durch, habe den vierten gemacht. Mit dem vierten durch, habe den
Zwischenteil da noch gemacht. Ich habe ja alle durchgehauen. Da hattest du den Avatar richtig, genau. Da hatte ich noch den Avatar. Den habe ich immer noch, theoretisch, irgendwo hier rumzuflattern. Den Zwischenteil habe ich bis heute nicht gespielt. Oh, warum? Oh. Meta wird ein Prioritätsziel. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Ey, guck mal, der hat Stufe 65. Ja, gut, ich bin auf jeden Fall nicht überlevelt mit meinen 60. Mist. Aber 4 habe ich auch, glaube ich, kurz danach gespielt. Ich kannte bis da, glaube ich, nur 1 bis 3. Ah, okay. Ich habe irgendwas gelesen, dass morgen ein neues Assassin's Creed gezeigt wird. Oh. Okay. Ich hasse den Charakter, wenn man einfach in dem Teil spielt. Ich will es auf jeden Fall noch spielen. Lustigerweise mochte ich die auch nicht. Chloe hieß sie, glaube ich. Ich mochte die auch nicht. Aber lustigerweise hat mir der Teil mit am meisten Spaß gemacht, auch wenn er recht kurz war. Erstmal die Fäuste kaputt machen, oder? Würde ich jetzt einfach mal frech behaupten. Mit Benjamin bin ich schon wieder da hinten. Norbert ist unverwundbar, ja, ja. Meta legt eine Pause ein. Aha, Meta. Das ist nicht gut, dass du jetzt eine Pause machst. Ich lande eh da hinten. Ich werde... Na... Der hat die wieder hochgeheilt. Du Sackgesicht. Fuck. Mist. Wie ist am besten wegen Crash? Lustigerweise habe ich da das erste Mal Crash gespielt. Ja, Meta, heil dich mal am besten selber, I guess. Ich hoffe nicht das letzte Mal. Oh doch, auf jeden Fall das letzte Mal auch. Nee, ich verstehe einfach nur den Sinn hinter Crash nicht. Man geht da durch und macht Kisten kaputt. Ich hab's irgendwie nicht verstanden. Keine Ahnung. Und Hallöchen, Ferros. Hallo, hallo. Ey, kann er sich bitte aufhören zu heilen? So eine Bumsbanane, wirklich. Oh nein, Sylen, nicht durchdrehen. Oh, er hat Sylen jetzt ins Visier genommen. Ja, okay. Und er heilt wieder. Die Faust ist zuerst gekommen. Weg, dafür sind wir jetzt aber auch ganz hinten. Wir heilen uns einmal. Aber die Musik ist cool.
Ein bisschen abgespaced, aber ganz cool. Achso, oh, ich habe die Hand gar nicht angegriffen. Hätte ich auch noch richtig auswählen müssen. Upsi. Und du heilst wieder? Ja. Ja, jetzt ist das Richtige anvisieren, bitte. So, jetzt. Norbert! Du kriegst auf die Nase! Oh, das hat gar nicht so viel Schaden gemacht, wie ich gehofft hatte. Au! Puh! Der macht aber auch ein Damage. Der Feuer. Feuer und Blitz. Und direkt nochmal. Norbert ist schwach gegen alles. Wir haben ihn gleich. Guck mal, obwohl der 5 Level über mir war. Mhm. Oh, jetzt ist er so bockig. So. By the way, was hast du eigentlich so an Spryware? Hab's nie genau mitbekommen. Ich habe mal Chat entscheiden lassen, was für ein Jump'n'Run ich spielen soll. Und es wurde im Endeffekt halt der erste Teil von Spyro, aber aus dieser Reignited-Trilogie. Und ich hab's auch bis zum Boss quasi geschafft. Und du hast dann aber halt dieses Hinterherrennen um die Sachen gedöns. Und das ist mit der Steuerung einfach kompletter Murks. Ich hab's nicht hinbekommen. Ich habe es wirklich einfach nicht hinbekommen. Es war einfach der Boss des ersten Teils. Und die Steuerung dazu ist halt einfach nur Kacke. Oh ja, die Fluglevel sind auch interessant, ja. Aber es war halt einfach die Steuerung plus der Boss und ich hab's nicht hinbekommen. Ich kam mit der Steuerung nicht klar. Ich werd schon wieder gebonkt. Warum werde ich gebonkt? Hallo Zero. Das war dann einfach nur dieses so, what the hell. Eddie Max Shiny Stuff, Drachen mögen Shiny Stuff, Spyros Konkurrenz. Nee. Bist du größer oder die Zeit oder kleiner? Eigentlich bin ich genauso klein wie immer. Hoffe ich zumindest. Warte mal, ich bin mal ganz kurz hier und ich verschieb mal. Ich schieb mal alles hier so zum Patten und zum Hauen. So. Grummel, grummel, ja. Er sitzt wirklich so da so. Nein, ich kacke. Komm hier, jetzt passt das doch besser. So. Echt ätzend. Na schön. Ich habe die Kristalle nicht gemacht, aber ich habe sie auch nicht geklaut. Wirklich? Wo hast du sie dann her? Keine Ahnung. Sie sind einfach von alleine aufgetaucht. Also habe ich mir gedacht, ich könnte mich damit ein wenig amüsieren. Was weiß ich, warum ein Haufen Kristalle einfach so am Strand rumliegt? Du willst uns also weismachen, dass die Kristalle an einem Ort, dass die... Lesen wird auch nichts mehr.
Du willst uns also weismachen, dass die Kristalle an einem Ort gestohlen werden und dann am anderen Ende der Welt einfach herumliegen? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Hier ist der Schlüssel zur Vollkristallinfabrik. Schaut selbst nach. Geil! Wir haben jetzt den Schlüssel. Ja, gönn mal Fridobot. Gaffe? Erst wenn Schweine fliegen können. Ey, das ist Auslegungssache. Also, Zero, Schweinchen können bestimmt auch mal auf die Nase fliegen. Wenn die stolpern, musst du einfach zu einem Schwein gehen und ein Bein stellen. Dann fliegt es auch kurz. Oder hinten am Schwanz so ein bisschen drehen, wie so eine Kurbel, und dann das düst ab, alles gar kein Problem. Naja. Jo. Was, hey hier drüben? Wie, was, hey hier drüben? Ich kann eine Abkürzung nach draußen. Ach so. Ja, okay. Ich glaube, ich darf Schwierigkeiten in Jump'n'Runs prinzipiell nicht einschätzen. Spiel sie von klein auf und denk mir, Crash ist leicht. Ah, oh, okay. Schweinekatapult wird gelandet. Oder so, ja. Das geht auch. Wir stecken Schweine einfach in ein Katapult. Die vor auch. Wobei ich bei Crash weiß, dass es wirklich alles andere als leicht ist. Ah, okay. Ja, ich hatte eher halt dolle Probleme mit der Steuerung, dass die... Nee. Also die Steuerung in dem neueren oder in dem Remake war jetzt nicht ganz so geil. Ich habe aber auch die alten Teile davon hier gespielt. Da hinten war die Tür mit dem Passwort. Habe ich aber das Passwort immer noch nicht. Okay, wie kam man jetzt da nochmal zu der Fabrik? Entschuldigung, ich muss hier einmal durch. Das ist eine Frage für ganz große Plüschi. Das Plüschi-TM? Wem sonst? Norbert? Auf gar keinen Fall. Okay. So, jetzt hier lang? Ja, hier müsste es sein. Warte mal, darf ich durch? Josie? Ah, ihr habt den Schlüssel. Perfekt. Ich habe mich schon immer gefragt, was hinter dieser Tür liegt. Darf ich da jetzt durch? Geil. Tschüss. Das ist ein Aufsteller. Das ist noch nicht mein richtiges Haus. Das ist ein Aufsteller, Leute. Das... Ist ja gut, ne?